Komm, wir starten in eine neue Runde mit unserem Schamanendeck. Ihr seht schon, wir haben ein Feuerelementar, haben wir ersetzt durch den Ragnaros in unserem neuen Deck hier. Und wir wollen einfach mal schauen, ob er auch hier ein bisschen was bringen kann. Ich bin mal gespannt. In den letzten paar Runden, die wir gespielt haben, gerade mit dem Schamanendeck, war es ja so, dass er eigentlich nie richtig zum Zug gekommen ist. Aber wir schauen jetzt mal, ob es entsprechend was bringen wird. Und wir starten Drow gegen. gegen Okay. Jaina. Magierin ist natürlich immer ein Hast du bisschen gedacht? heikel. Eure Zeit ist Die hat recht gekommen. viele Möglichkeiten, wie sie uns das Leben ein bisschen schwerer machen kann. Deswegen würde ich jetzt am Anfang sagen, wir nehmen die beide mal weg. Und schauen, was wir reinkommen. Okay, das Flammenzungen-Totem scheint sich wohl offensichtlich nicht vertreiben zu lassen. Aber wir schauen, was sie zur ersten Runde spielt. Okay, da kommt nichts. Dann würden wir das Ganze auch einfach mal so akzeptieren. So. Nächste Runde. Sie spielt ein Feuer. Das ist schön. Wir wollen uns auch noch zurückhalten ein bisschen. Wir spielen einfach mal jetzt ein Totem. Und bekommen unser Tank-Totem. Bringt natürlich gegen einen Magier nicht direkt was, weil er natürlich genügend andere Möglichkeiten hat, wie er an uns vorbeischießen kann. So, nächste Runde. Was spielt sie jetzt entsprechend? Okay, wir konnten den ersten konnten wir schon mal aus ihr rauslocken. Das ist schön. Und nutzen das Ich Ganze hoffe, jetzt dass dir meine hier. Erfindung gefällt. Oh, hat er schon angenommen? Den wollen wir natürlich ja auch noch nutzen. Das war's. Der ist mir lieber als ein Totem. Entsprechend, weil die Magierin einfach keine direkten Möglichkeiten hat, direkt auf ihn zu schießen. Gut. Wir bekommen ihn hin. Das ist schön, weil Das ihn können wir einfach Lingo! direkt ignorieren. Ja! Wir haben hier einen Tank, Wie ihr meint? an Das dem er war's. direkt vorbei muss. Und solange wir ihn nicht direkt weghauen können, lassen wir ihn lieber mal noch dran. In der nächsten Runde können wir ja auch beide entsprechend hochbuffen und schauen mal, wie sie jetzt darauf reagiert. Okay, sie haut's weg. Und auf welchen von beiden geht sie? Na, schade. Und gut, damit kriegen wir jetzt natürlich 3 Schaden hier rein. Aber was soll's? Irgendwie kommt mein Frosch nicht. Ich hätte gern einen Frosch hier. Aber naja, was soll's? Er hat zu wenig und wir machen einfach das gleiche Spiel nochmal. Das Dingo! Wir ziehen ihn Ja! rein. Zack. Und spielen. Ah, wir könnten es auch wegnehmen. Ach, einfach mal Wenn ihr ignorieren. meint? Steht ja noch schön. Das Dingo! Okay, er Ja! spielt auch noch einen Tank. Das ist schön. Und wir kriegen einen Schlag drauf. Und er fängt sich einen Dreierschaden ein. Ich überlege, ob ich kopieren soll. Oder ob ich einfach. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal nur 3 Schaden drauf. Oder buffen beide hoch. Sie macht 3 Schaden. Wenn ich sie mit reinnehme, sind auch nochmal 3. Allerdings fehlt uns noch ein zweiter Angriff. Was Ich tun? Was nehme. tun? Ich schaue euch mal, vielleicht bekommen wir einen Windsong. Wir bekommen einen Windsong. Das ist schön, damit werden die beiden hier ein bisschen hochgesteckt. Und damit kann ich natürlich jetzt in Kombination mit ihm hier jetzt ihn hochstecken lassen. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Hau hier noch entsprechend eins drauf.
Und es sieht eigentlich schön aus für uns. Er wird jetzt natürlich mit seinem Einzelschaden hier drauf gehen. Das wird garantiert passieren. Da kommt schon, zack. Und hat jetzt noch 5. Für Nasjata. Um uns das Ganze hier nochmal reinzumürgen. Sehr schön. Die Waffe hier macht leider nur 2. Die hier macht 3. Dann schauen wir mal entsprechend, was uns... Wir bekommen einen Tank-Totem, das ist schön. Dann geht's einmal hier drauf, zack. Dann nehmen wir ihn raus. Und es sieht schön aus für uns. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. So, sie scheint offenbar keine direkten Antworten zu haben. Aber möchte den Tank natürlich weghauen. So, sehr schön. Sieht immer noch gut aus für uns. Wir schauen mal, was wir bekommen. Na, schade, kein Tank. Kein Heiltotem. Heil wäre jetzt gut gewesen. Wir spielen noch hier einmal. Und hier uns noch eine Waffe rein. Und nehmen seinen Angreifer entsprechend raus. Ich hätte ihn auch auf die andere Seite setzen können, fällt mir gerade ein. Naja, was soll's. Okay, damit haben wir schon mal die große Karte weg. Und es sieht sehr schön. Jetzt können eigentlich langsam mal unsere großen Karten kommen und da haben wir schon eine große. Einmal. Zweimal. Jetzt schauen wir, ob irgendwelche Chips kommen. Aber wir hauen ihr zumindest mal schöne 8 rein. So, bitte lass ihn nicht wegkriegen. Kommt was, kommt was, kommt was? Irgendein Silence? Hat sie ein Silence? Ich frage mich, ob... Okay, sie scheint nicht direkt eine Antwort zu haben. Geht hinter mir in Deckung. Spielt einen Leibwächter. Und spielt genügend Tierchen, um entsprechend... gerüstet zum sein. Macht uns aber nichts, weil wir machen einen Doppel-Ragnaros draus. Sollen wir ihn auch noch zum Schweigen bringen? Na gut, Schweigen bringt ja eigentlich gar nichts hier. Ich hätte gerne eigentlich ihn noch gespielt. Ich frage mich, ob... Na gut, die können ja nur einfrosten. Ne, lassen wir mal noch drin. Wir spielen noch ein extra Totem. Vielleicht bekommen wir einen Tank. Ah! So, einmal weg. Und er weg. Und er wird geheilt. Und jetzt kann sie eigentlich überlegen, ob sie gleich ihr Grab schaufelt. Weil sie muss ihn hochbuffen, damit sie zumindest mal einen wegbekommt. Oder sie bekommt einen Schieb. Und sie geht auf die Taktik, möglichst viele Typen dran liegen haben. Gut, das ist schön. Dann räumen wir hier ein bisschen auf. Niemand kommt an mir vorbei. Einmal. Zweimal. Den nehmen wir noch weg. Diese Runde geht an auf. Und sie gibt auf. Also, er hat sich bewährt. Ist eine schöne Karte. Ich bin froh, dass wir uns hier gebastelt haben. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Like. Und ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was wir an dem Deck noch entsprechend verbessern könnten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.